Ja, einen freundlichen guten Morgen hier von der Feuerwache in Nordhausen in der Zorgestraße 1. Wie Sie hinter mir sehen, oder auf dem ganzen Gelände, laufen hier die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am morgigen Samstag, den 13.05.2023. Wir bereiten hier alles fleißig vor, damit unsere Gäste von 10 bis 16 Uhr hier einen schönen Tag verbringen können. Was stellen wir uns vor? Dass Sie gut gelaunt hierher kommen, versorgt werden Sie hier, bekommen hier Verpflegung, also in Form von Essen, Deftiges vom Grill, Sie bekommen was zu trinken, wir haben einen Bierwagen vorbereitet, wo es alkoholische und nicht alkoholische Getränke gibt, aber natürlich auch Bespaßung für Ihre Kinder, wir haben eine Hüpfburg, wir werden von der Polizei unterstützt, vom technischen Hilfswerk, wir bauen eine Station auf zum Kistenklettern, wo wir im Prinzip an Getränkekisten hochklettern können, auch die jüngsten. Wir versuchen natürlich unsere Feuerwehrtechnik vorzustellen und was für uns im Vordergrund steht, die neue Feuerwache zu zeigen in Form von Rundgängen. Das heißt, wir werden, je nachdem wie der Andrang ist oder wie die Nachfrage ist, werden wir ständig Rundgänge durchführen, sodass im Prinzip auch jeder die Möglichkeit hat, sich die Feuerwache mal anzuschauen. Wir wollen an der Stelle aber auch darauf hinweisen, dass bitte die Alarmausfahrt freigehalten wird. Also auch wenn so ein Tor mal aufgeht, bitte nicht einfach reinlaufen oder reinfahren. Wir werden den Hauptzugang, der an der südlichsten Seite, also fast an der Zorge ist, werden wir noch vernünftig ausschildern. Das läuft jetzt derzeit auch. Und was wir auch bitten wollen im Auftrag oder auf Hinweis unserer umliegenden Gewerbetreibenden, zum Beispiel der Supermärkte, dass doch bitte die Parkplätze auf andere Parkplätze ausgewiesen wird, also hauptsächlich auf öffentliche Parkplätze, sodass die Gewerbetreibenden auch ihre Kunden entsprechende Parkplätze zur Verfügung stellen können. Das wäre uns ganz wichtig. Ja, ansonsten freuen wir uns sehr auf morgen. Wir hoffen, dass Sie alle gut gelaunt sind und uns mit vielen Fragen löchern und natürlich unsere Wache, auf die wir sehr stolz sind, sich hier anschauen und wünschen jetzt erstmal einen schönen Tag. Bis morgen, wir sehen uns.